Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem Freund Michael. In der letzten Folge haben wir unseren kleinen Junior abgesetzt. Ja, und heute geht es an den Auffallüberfall. Dann sind wir in der nächsten Vorbereitung. Genau. Ah, ich weiß nicht, wir müssen komplett orientieren auf ein anderes Spiel. Ich bin jetzt nämlich gewohnt gewesen. Ich habe jetzt die ganze Weile Dirt 4 aufgenommen. Also, wie gesagt, mit Rally. Das, was quasi auf heute losgeht, jetzt. Oh, Alter. Das ist wohl gerade wieder ein normales Auto zum Fahren. Weil wenn du nur am Rutschen bist und alles die ganze Zeit wirklich im Gegenrutschen bist. Naja, wie immer sei. Ja, wir sind mit Michael, wie gesagt, unterwegs. Oh, ich muss so rein und will. Direkt von der einen in die andere Aufnahme. Gut. Ja, wie gesagt, wir wollen den Überfall machen. Ich glaube, das dürfte der letzte sein. Was war eine krasse Umstellung? So. Ja, hier müssen wir. Einmal wollte ich es auch hoch. Oh, nee, hier müssen wir hoch. Okay. Hier müssen wir hoch. Halt die Schnauze. Hier wäre ein Monster-Sound. Und dann geht es hier rechts runter. In der letzten Folge haben wir ja über Jimmy gerettet. Warum eigentlich immer der? Der baut irgendeine Scheiße und wir müssen ihn wieder rausholen. Wie auch damals mit der Yacht oder mit dem Auto. Claudia, den Polizeitransporter? Also ein Polizeitransporter. Der da hinten steht. Anders, ich steck mal die Waffen weg. Genau, wir brauchen die Spikes ja oder was auch immer das ist. So, sind wir jetzt gucken. Ja, ich komme da nicht rein oder so, ohne Probleme, ne? Dann müssen wir es anders machen. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto, um zum drüber kommen. Mein eigenes, oder? Geht das oben mal mit dem eigenen Auto? Ich weiß nicht, ob ich. You got any extra money, please? Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Schnell. Ich glaube, dass da irgendwo noch ein Kopf steht. Ist so meine Vermutung. Herzlich egal. So. We don't need to learn any instruments. That's what they have computers for, dude. Ja, stimmt, ich steh weiter. Just get a laptop and some microphones and we'll be on the non-stop push. Schön leise sein. I'm off in a couple hours. Let's see that new one. The one that just came out. It's about the finance guys. What's it called? Meltdown. Anton Baudelaire, yeah. A lot of buzz. They're talking statues. It's an art house turkey? You're kidding me. The trailer was hot. So, der hatte nichts gecheckt. Das war auch meine die Idee. So, halt mal, jetzt ist er hier irgendwo durch. Ah, Schnauze, ich fahr Polizeiwagen. Hier müssen wir hin, okay?
Verlass den Polizeireport, Transporter. Okay. Nummer 1, die Nagelbretter. 100%, nicht ein Kratzer. Ja, gut gemacht. So, Schöner Floyd, Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. Alright, meet me at the usual spot in Davis. 12 tomorrow. Ach nee, der ist aus dem Telefon gehört. So, was müssen wir als nächstes machen? Maike haben wir, glaube ich, jetzt gerade gar nichts offen, ne? Nö, sieht nicht so aus, als hätten wir mit Maike irgendwas offen. Gut. Dann switchen wir mal um. Doch, was hat Maike offen? Moment, was haben wir denn für Missionen noch offen? Sehe ich das gerade jetzt richtig? Moment. Sag mal, bloß nicht irgendwie. Nee, warte mal. Jetzt hat mir drei Missionen mit Maike offen. Aber irgendwie haben wir meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr mit ihm offen. Es ist nichts Blaues. Nö, eigentlich nicht. Nö. Gut, dann switchen wir um auf Franklin. Mit dem haben wir nämlich 9 Missionen offen. Weiter mit Franklin. Ich muss gerade mein Handy nochmal richtig drin legen. Ja. Hat Franklin eigentlich noch was mit dem Raubüberfall momentan zu tun? Eher nicht, ne? Wo sind wir denn überhaupt? Da oben sind wir. Wir hätten da eine Mission und wir hätten Beverly, oder? Barry. Was ist Barry denn von uns? Was will hier oben von uns? Das ist auch eine gute Frage. Gut, wir gucken mal, was da oben rumläuft. Wir müssen ja alles, oder wollen ja alles machen. So. Ja, war mir so. Halt die Schuhe. Halt die Backe. Ich muss mal meinen Controller wieder laden. Also irgendwie. Ja, wir machen weiter, oder? Mit unserer nächsten Mission. Man, you got off lucky, homie. Ich will mal wissen, was der da noch von uns noch zu erwarten, was da oben noch rumläuft, der Mission. Das ist eine Fremden Freaks Mission, ja, das weiß ich auch. Wie gesagt, was für eine? Ich habe keine. Genau. Komm da einfach auf meine Spur, du Vollidiot. So, der müsste hier irgendwo stehen. Hä? Ein Hund. Was zur Hölle? Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. Kalkuliertes Risiko. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. What? Folge dem Hund. Mal gucken, was der Sache ist. Ich habe eine blöde Vorahnung gerade. Aber wie gesagt, wir schauen mal. I've officially lost my damn mind. What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. Gott sei Dank war der Level. Kind of wish he'd missed a tree. Oha. Das
sehe aber noch nichts. Look at this fool. Da ist der. So. Hey, bro. You mind giving me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello. When you got a moment. Seriously. My bad, dog. Oh. Oh. Oh man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go. Was will der jetzt von dir? Voll gedommen. Oh Gott, ja, ich muss falsch überspringen, okay? Here comes my pilot. Let's next level this shit. Yo, Jeff! You wanna take a bit longer next time, dude? Man, fuck, I gotta learn how to say no. Definitiv. Steig in den Hubschrauber, ja. Mach doch. So, sind da. Here's a headset to keep in touch with the Dominator. And a parachute to stop you from dying. All aboard! Okay, Jeff, round two. Set her up. Run to that, buddy. You sure you're okay? That last one was in fucking sight. Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000. Cat out of the window. Tell me you got it, please. Tell me you got it. We gotta upload that shit right now. Sorry, man. It's a little out of focus. I couldn't keep you in the shot. I thought you'd frapped for sure. Oh, man, I could hear myself screaming. But inside, I was ice. Oh, totally present in the moment. Like for a few seconds, I saw everything and it all made sense. You know what I mean? Like everything. Shit, man, until your crazy ass hit that tree. Dude, did I choose the tree or did the tree choose me? You know what I'm saying? It's the journey that matters, not the destination. Am I right, Jeff? Dominator, buddy. You are the Dominator. Because in the case of skydiving, shit, the destination seems kind of important to me. What syllabus did you rock? AFS? You all good with the PLS? Say what? What's your training background? Man, I found your crazy dumbass in a tree and now I'm here. That's all the background your ass needs to know. Virgin in the drop zone! Hymen in the hole! No, but seriously, I got you. Don't sweat it. It's not rocket science, although it is in some ways. But I'm talking metaphorically. Like you with that dog. I didn't get that, by the way. Wait, hold on, man. So you telling me you had no memory of a fucking dog? Dude, there you go again. It's off kilter, and I dig that about you. But we need to get on the same page, bud. Strategize and synergize, you feel me? Like the double helix. Man, all I'm feeling is regret on a whole new level. Take the tampon out, bro. It's like riding a bike, except at 100 miles an hour head first towards the ground. You can't go wrong. Am I right, Jeff? Statistically, safer than having a wank. What the hell? Yeah, man, you can totally get infections, you know? If you leave it too long between washes and, you know, yeah, it's a bad scene, trust me, okay? Okay, guys, let's keep this hetero. All you need to do is pull that ripcord there. Ideally, before you hit the dirt. So there's only one thing to remember, right? But your ass managed to forget it on your last.
frage ich mich auch gerade. Ich habe jetzt gerade eine Weile geschwiegen mit dem Gespräch und alles immer da, dass man das komplett drauf hat. Alter, was die für eine gequillte Scheiße labern hier. Wo will der hier raus? Und die frage ich so, will der runter? Auf den Berg da oder was? Oder auf die Straße unten? Da eh nichts mehr kommt, kann ich den Flug auch gerade mal überspringen. Will der denn da runter? Oh, shit! Yeah, baby! Ist doch los auf dem Berg. Ich muss wissen, wo der landen will. Ach, da unten. What? You didn't mention no fucking bikes. Was will der von mir? Hätte ich das gewusst, hätte ich die Scheiße nicht gemacht. Verdammt. Hey, so about that training. Steck auf einen Mountainbike, WTF. Yo! What's with the early squirt, dude? Dial it back! And wait for me! Warum soll ich auf den warten? Ich war schneller unten als er. Und jetzt hier noch runterradeln, Alter. Was will der von mir? Was ist das für ein Typ? Was ist denn der jetzt überhaupt? Da oben. Yeah. Was ein Typ. Und wir müssen jetzt warten auf den Pinne. Hey, trying to start the party without me? Naja, ja, eigentlich schon, aber du brauchst so lange. Okay. Das war eigentlich nicht der Plan an der Sache. Ich wollte dann eigentlich... Nicht wirklich, oder? Okay, ja, das hat sich ja voll gelohnt. Das hat sich ja voll genommen. Naja, immerhin. Aber wir sind mal unten. So. Jetzt müssen wir noch einen der Bikes suchen. Ach komm. Yo! What's with the early squirt, dude? Dial it back! Was ist denn? Ja, mach mal ein bisschen hin. Ach, da, oh Gott, der ist ja ganz oben, erst. Gut. Dann machen wir hier einen kleinen Folgenbreak. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5 und dann warten wir auf unseren Freund Dom und ja, hoffen wir, dass er sich ankommt und dann schauen wir mal, was er noch so vor uns hat. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.